heutigen Update zum guten Bruder BTC schauen wir genau, was die Monatskerze uns gesagt hat aus dem letzten Monat, wie sich die Wochen entwickeln werden, mit welchen Leveln wir rechnen und welche Szenarien eintreten werden. Also unbedingt dann bleibt ihr dort aus. Check it! Ey, ich muss ganz kurz den Vibe kennen. Ich weiß, es geht auf die Eier, aber kurz rein, ey, kurz liken, verbreiten. Zeigt den Leuten, dass wir die heftigste Scheiße hier machen. Liebe Leute, verbreiten ist nämlich das Wichtigste, dass unsere Community wächst. Deswegen zeigt es jedem Skeptiker. Und für alle Anonymous Member, diese Woche wird Go Charters hochgeladen. In diesem Sinne, ich danke euch von Herzen für jeden einzelnen Supporter. Wir hören uns bis dahin. Peace! Jo, was geht ab, liebe Leute? Hier ist er, euer Charlie Harper, der Krypto-Cypher. Wir gehen rein, wir haben einen neuen Monat, wir haben einiges zu besprechen. Lehnt euch zurück und lasst uns mal schauen, was der gute Bruder BTC gemacht hat oder vorhat. Denn wir machen heute mal, weil wir einen neuen Monat haben, was wir gut finden, was wir nicht so gut finden, was wir erwarten können. Erstes auffällig, ich mache das mal ein bisschen. Moment, ich mache das mal ein bisschen dicker, dann sieht man es vielleicht besser von den Leveln her. Auffällig ist, dass wir die ganze Zeit diese shady Range gebildet haben. Wir haben jetzt eine bärische Kerze, die das erstmal drunter geschlossen hat. Okay. Positiv ist, die Monatskerze schießt sofort nach unten. Sehr häufig ein Zeichen dafür, dass wir erstmal nach oben laufen. Hinzu kommt natürlich auch, wir können jetzt nicht am 2. des Monats sagen, okay, es wird sich so oder so entwickeln. Wir werden jetzt natürlich wieder wöchentlich oder mehrmals die Woche alles runterbrechen und den Bruder dokumentieren und schauen, was er vorhat. Denn wir sehen, diesen Push nach unten, okay, wird wieder nach oben gedrückt. Wir haben im Wochenchart, das ist interessant, wenn wir uns anhand der Kerzenkunde das alles reinziehen, sehen wir, dass wir nur so löschen können anscheinend. Sehen wir, dass diese heftige bärische Kerze einmal komplett hier drunter geschlossen hat. Und wir haben einmal das hier komplett ausgehebelt. Wir sehen diese fette bärische Kerze. Oder das hier sah es ja eigentlich noch so halbwegs, in Ordnung aus, wenn wir das mal eben so nehmen. Das war ja erstmal ein Statement. Da haben wir gesagt, krasse Kerze, die schließt rüber. Pullback nach unten, um weiter Knallgas zu geben. Wer sich erinnert. Wir haben nur gesagt, es wird halt kritisch, wenn wir unter dem Wochentief schließen, weil das heftiges Zeichen der Schwäche wäre. Aber wie der Bruder es manchmal so möchte, hat er das genau getan. So, wir sehen, er hat mit der Wochenschlusskurskerze genau unter dem Tief plus unterhalb der Kerzen geschlossen. Rennt jetzt gerade nach oben. Ich zeige euch gleich, warum er nach oben rennt. Und wichtig ist jetzt halt, wir können jetzt erstmal nach oben korrigieren, was wir höchstwahrscheinlich auch werden, weil wir aktuell noch auf der guten, alten, allseits beliebten, oh, wir sind schon dabei, es zu schließen. Das war die kleine Sache, auf die wir jeden Montag schauen müssen, weil wir wissen, Freitagabend auf Montag öffnet die Chicago-Börse und hier haben wir wieder dieses Gap gebildet. Wir sehen das und der Bruder ist schon dabei, im 4-Stunden-Chart sieht man es besser. Ist fast dabei, es zu schließen. Hier sehen wir es. Hat nur noch ein paar Meter vor sich. Okay. Und deswegen, das hatten wir heute Morgen auch schon im Discord, deswegen schießt er halt morgens früh oder gerne erstmal in die Richtung, wo das Gap ist. Gaps sind für den Markt einfache Magnete. Der Kurs wird dahin gezogen, der schließt das erstmal. Was wir jetzt sehen wollen, oder wenn wir wollen, dass der Kurs weiterläuft, müssen wir sehen, dass er hier drüber geht, das bestätigt von oben und dann weiter rennt. Denn aktuell ist ein Gap wie ein Widerstand zu werten und der Markt prallt daran ab. So, also deswegen, Gaps sind nichts anderes als Widerstände im Kurs, wo der Markt reinläuft. Und dieses gilt es jetzt erstmal, wir sehen hier, ist halt sehr auffällig, aber er schließt es schon. Diese gilt es dann erstmal zu schließen. Heute Morgen hatten wir hier wieder, können wir uns auch eben anschauen, hatten wir schon gepostet. Das hier war natürlich ein Hexenwerk hier wieder in der Asia. Das sieht super scheiße aus. Aber dann ein Ausbruch, ein Pullback und dann läuft der Bruder wieder und arbeitet systematisch seine Level ab. So, das sieht man hier wieder. Stoppt gerade und da wieder alle Augen drauf. Wir haben hier das erste Level. Die Oberkante, Millimeter gerade, vielleicht noch nicht gespielt, vielleicht mit Spread, aber gilt es auch wieder darauf zu achten. Heißt aber nicht, also das heißt einfach,
dass wenn die CME-Börse jetzt weiter nach oben bestätigt, haben wir hier einfach noch ein Pullback-Level, wo der Bruder wieder hinlaufen kann, um das zu korrigieren, um weiterzulaufen. So. Denn wir sehen hier einmal reingelaufen, das heißt aber nichts. Also das heißt noch nichts, denn wir sehen auch hier wieder diese Highs und Lows hat der Bruder gut gespielt. So. Und solange wir uns hier drüber halten, sind wir optimistisch auch, weil wir wissen, dass die Wochenkerze bestätigt gerade nur den Support von unten. Aber wir haben ja diese ganze Kerze jetzt hier zum Korrigieren. Also auch wenn wir das jetzt anhand der Pips sagen würden, hätten wir ja sogar bis in den oberen Bereich. Dann können wir schauen, ob da irgendwas Interessantes ist. Guck mal, da hätten wir sofort dazwischen. Und das ist das Schöne, wenn sich viele Level zusammenbilden, hätten wir, selbst wenn wir bis 62.000 und ein paar gequetschte 100 bis 400 laufen ungefähr in dem Bereich, selbst wenn der Markt jetzt dahin schießt von hier aus, wäre es immer noch nur die Korrektur der Monatskerze. Das gilt es wieder zu beachten. Wir dürfen nicht zu optimistisch sein, wir dürfen realistisch sein. Das heißt, solche Bereiche, das nennen wir Wickflip, die im Moment hatten wir heute Morgen im DAX in Gold, funktioniert wirklich sehr schön. Und hier sehen wir es jetzt heute auch, der Bruder ist am Fighten. Wenn wir es hier wieder zurückschaffen, wird er sich höchstwahrscheinlich das Ganze, was sich hier an Liquidität gesammelt hat, wieder füllen, um dann wieder nach oben zu brechen. Darüber haben wir dieses Level hier, was dann angelaufen werden kann. Oder was die nächste Station ist, dann höchstwahrscheinlich, wenn wir diese ganzen kleinen Seitwärtsbewegungen werden, gerne dann sofort geholt, weil hier viele SLs und dann haut er direkt in das nächste starke Level. Deswegen hier zwischen würde ich jetzt nicht so viel Wert drauf legen, sondern erstmal warten. Hier versucht er gerade drüber zu kommen. Das Level ist gerade aktuell wichtig, wenn wir es da drüber schaffen, Potenzial nach oben zu laufen. Aber als allererstes, also der erste Endgegner ist, dass wir das Gap über das Gap kommen, da drüber schließen und ein Pullback machen. Vorher ist hier noch nicht die Kuh vom Eis und auf das gilt es jetzt zu achten, liebe Leute. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es etwas gibt. Auch versuche ich, ich weiß noch nicht, wann ich live gehe, aber habe ja gesagt, ich möchte es gerne machen. Oder auch wenn sich etwas Dramatisches ereignet im BTC. Also was ich jetzt sage, okay, da hat vielleicht einer was auf dem Herz zu, das wollen wir uns nochmal anschauen. Dann gibt es natürlich ein Update. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein, dass wir jetzt ungefähr so einen Fahrplan haben, wohin die Richtung gehen kann und wir alle up to date sind. Liebe Leute, ich würde sagen, in diesem Sinne hören wir uns die Tage. Vielen Dank für alle, die im Livestream waren. Danke für euren Support. Und ich würde sagen, wir sehen uns die nächsten Tage. Also, bis dahin. Peace.